damit servus meine lieben Freunde und Zuschauer von ParkTube. Ja, ich habe es schon mal in einem Livestream versprochen und erwähnt, dass ich ein Video machen werde zu unserer ParkTube Horror Maze, die wir tatsächlich am 31. um 18 Uhr eröffnen werden für das große, weite Publikum. Das heißt, diese Maze ist öffentlich, man kann sie öffentlich besuchen, tatsächlich kostenlos. Natürlich werde ich auch nicht sagen, wo sich die Maze befindet, denn die Adresse wird natürlich nicht rausgegeben. Aber die Leute, die quasi in der Umgebung sind, werden das wahrscheinlich dann mitbekommen. Denn die Maze wird tatsächlich öffentlich zugänglich sein von Besuchern, von Schaulustigen und. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie ankommen wird, was wir daraus in den nächsten Jahren machen werden, wie sie expandieren wird. Wie gesagt, das ist wirklich eine ganz kleine Base, die wir vorhaben, mit ein paar sehr guten Scare-Momenten. Und ja, ich nehme euch heute tatsächlich mal mit und zeige euch, wie wir das Ganze errichten werden, beziehungsweise wie es dann am Ende wirkt, das Ganze. Natürlich aus einfachsten Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Das darf natürlich nicht alles viel zu teuer werden, weil das Ganze findet einmal im Jahr statt und dafür jetzt groß aufzufahren, beim allerersten Mal, das wir ja jetzt vorhaben, weiß ich nicht. Wer vielleicht könnte in die Hose gehen, weil man weiß jetzt nicht, wie viele Leute kommen, wird es gut angenommen. Wie ist das in heutigen Zeit? Ist das noch erlaubt oder gilt das schon als illegal? Man weiß es nicht, aber das ist alles erstmal soweit geklärt, dass es möglich ist. Und auf jeden Fall werden wir das tun mit den einfachsten Mitteln. Aber ich hoffe, dass wir auch durch die einfachsten Mittel mega geilen Effekt erzielen können. Und das werden wir auch versuchen. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, ich nehme euch mit die nächsten zwei Tage. In drei Tagen geht's los, da ist Halloween. Das heißt, drei Tage haben wir noch Zeit, das Ganze zu errichten. Und ich begrüße euch herzlich bei diesem Making-of-Video und bei dem Reaction-Video, wie die anderen Leute, Besucher, denn hier auf diese Maze reagieren. Ich bin gespannt, bleibt dran. Alles folgt hier in diesem Video. Let's go! Puh. Ja, begonnen haben wir damit natürlich hier erstmal fett, Spinnennetze aufzuhängen. Das hat die Jenny gemacht, hier mit unserer Lampe. Die bietet sich nämlich sehr gut an, denn sie sieht schon auch fast aus wie so eine riesige Spinne, die an der Decke hängt. Weißt du, was ich meine? Das hat sich schon sehr gut angeboten. So, das haben wir auch hier alles verbunden mit den bestehenden Elementen, die sich hier in der Wohnung befinden. Und das finde ich halt mega gut. Du kannst aus unseren Themen mega geile Kulissen zu Halloween machen. Und das Ganze ist jetzt gerade auch noch ohne Beleuchtung, ja. Ich habe tatsächlich per Smart Home hier ein paar Programme zusammengeschustert, sodass das am Ende mega gruselig rüberkommt. Dann wird hier quasi auch, werden die Netze mit einem Ventilator angepustet, dass die dann durch die Gegend wackeln und es noch einen geileren Effekt gibt tatsächlich. Durch den Wind, siehst du ja. Und die werden dann auch angestrahlt durch die Moving Heads, die vorhanden sind, natürlich schon. Das heißt, ich muss hier an Beleuchtung nichts dazu installieren. Es ist schon alles vorhanden hier. Und wie das Ganze nachher richtig mit Ton, Nebel natürlich nicht zu vergessen. Und, Entschuldigung. Ja, wie das Ganze am Ende wirken wird, werdet ihr auch in diesem Video noch mitbekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze ankommen wird, habe ich ja schon mal erwähnt. Aber ja, das sind jetzt hier die ersten Anfänge zu der Maze. Ich werde mich jetzt weiter am Flur begeben, also nicht an unserem Flur. Der kriegt aber auch noch natürlich seine Specials, aber erst kurz bevor es losgeht. Denn man muss ja noch auf Toilette kommen irgendwie die Tage. Und vor dem Klo wird halt ein Becken mit einem Skelett rumliegen. Ja, das Skelett chillt quasi in seiner Wanne und die blubbert und da kommt auch ein bisschen Nebel raus. Das ist der Plan. So, aber ich gehe jetzt in den Flur und da werde ich tatsächlich versuchen, es gruselig zu machen. Haben das nicht nur schon mal mit und dann seht ihr, was ich meine. Einmal durch Magic Castle. So. So, hier habe ich auch tatsächlich schon Beleuchtung installiert. Die hier. Das ist der allererste Schritt gewesen. Jetzt mache ich mal hässlich. Ich mache die Illusion jetzt kaputt. So, das ist der vorhandene Flur. Und den werde ich jetzt versuchen zu verkleiden. Dazu habe ich hier diverse Hilfsobjekte. Die zwei Balken, die sollten eigentlich reichen. Dann haben wir da unten noch Wolle oder halt ein Springseil. Was es alles am Ende für ein Bild ergibt, werdet ihr dann feststellen. Aber ja, das wird hier alles. Ich werde es versuchen, schön spooky zu verkleiden. Und die Verkleidung ist nichts Geringeres als, Achtung, ihr dürft nicht lachen, Müllbeutel aufgeschnitten.
ganz viele in schwarz, aber das reicht schon, um den Effekt zu geben, den man geben möchte. Und zwar, es soll spooky sein, es soll gruselig sein. Und wie gesagt, aus den einfachsten Mitteln ist halt so. Wie gesagt, ich werde jetzt hier zwischendurch mal die Kamera reindrücken und versuchen, das Ganze zu dokumentieren. Gerade bin ich noch ohne Hilfe unterwegs, aber später habe ich dann hoffentlich auch wieder Hilfe. Aber wie gesagt, wir haben ja noch 3 Tage bevor uns und dann geht das ganze Spektakel los. Ich bin gespannt. Ich fange schon mal an. Heißt, ich habe vergessen, ja, was heißt nicht vergessen, aber weniger die Kamera zur Hand genommen, denn ich war beschäftigt. Ihr habt ja in den kurzen Ausschnitten gerade gesehen, was ich hier eigentlich fabriziert habe. Ja, ich habe ein bisschen Wolle bespannt, ich habe ein paar Balken befestigt und eben, wie gesagt, die Mülltüten, die aber am Ende gar nicht wahrgenommen werden, denn ihr habt es ja gerade gesehen bei den Spinnnetzen vielleicht. Wir sind tatsächlich schon ein bisschen weiter gekommen. Da, guck mal, da sieht man es. Da lugt es langsam aus dem Gebälk. Da ist auf jeden Fall was passiert. Und ja, ich habe auf jeden Fall Gas gegeben gestern Abend und habe tatsächlich mehr geschafft, als ich dachte. So, und deswegen werde ich jetzt kurz mal mit euch reingehen. Das, was man schon sehen kann. Die Illusion ist gerade zerstört, weil man sieht hier so ein bisschen noch das normale Leben. Ja, also, ne? So, pass auf, das, was wir schon geschafft haben, die Jenny hat natürlich auch fleißig mitgemacht. Guck mal hier, die Jenny ist heute zuständig gewesen, überall für die Spinnennetze. Das hat sie heute auf jeden Fall sehr schön gemacht. Und guck mal, das war auch eine Idee von mir. Man kommt rein und hat direkt einen Spiegel vorm Gesicht, also am Ende des Ganges, nicht direkt vorm Gesicht, weil da oben wird ein Scare-Act da stehen und schon mal die Leute hier begrüßen. Und das ist auf jeden Fall schon ein geiler Effekt. Ich gehe mal hier weiter rein. Genau, dann hat man hier auch noch ein bisschen Spinnennetz. Oh, jetzt ging das Licht an und aus. Wie gesagt, da wird das Scare-Act da sein, dann sieht man sie selber kurz. Und dann kann man auch gegebenenfalls hier hochgucken. Und dann ist da ein Scare-Act da. Da haben wir noch so schöne Bildchen, die sich verändern. Ich glaube, jetzt gleich geht das Licht aus. Ist aber auch nicht schlimm, braucht man gleich nicht mehr. So, und dann hat man hier einen Durchgang. Ne, das hat man gestern gesehen. So, jetzt ist es dunkel, dunkel ist es jetzt. So, jetzt hat man hier einen Durchgang. Und dann mache ich hier langsam mal auf und, boah, Alter. Das sieht in der Kamera so episch aus. Aber ich meine, live natürlich auch, aber schon allein in der Cam sieht das mega episch aus. Ja, und dann kommt man hier rein. Hier kommt man rein. Ja, und dann ist man tatsächlich in so einer Art Höhle, in einem Art Tunnelsystem. Es ist sehr dunkel drumherum, aber eben durch das Schwarzlicht, was wir hier installiert haben,
Da habe ich mich heute echt abgerackert, das zu besorgen, weil alle Autobahnen voll sind bzw. noch geschlossen sind wegen einer Flutsituation, die jetzt 4 Monate bald her ist und die Bahnen, Autobahnen immer noch zu sind. Da kann man darüber streiten, aber es reicht jetzt auch mal langsam. Und ja, auf jeden Fall habe ich es geschafft, diese Schwarzlichtlampe, Röhre, was auch immer, zu besorgen, um hier eine perfekte Stimmung zu erschaffen. Und ja, dann geht man quasi hier hoch. So, wie gesagt, ich werde am Ende, wenn wir hier fertig sind, ein POV-Walkthrough machen, wie das Ganze dann wirkt, auch mit Scare-Actern. Also bevor die ersten Gäste kommen, werde ich einen Durchlauf machen mit mir selber und der Kamera und gucken, wie das Ganze denn so wirkt. Ja, aber auf jeden Fall, das ist der Schritt gerade. Und ja, ich gehe mal hier mal runter. So, ja, das war jetzt der Schritt gerade, Alter, das ist mega krass. Das ist so geil. Wir sind bekloppt. Aber das ist auch gut so. Also, im nächsten Schritt werden wir dann quasi noch unseren Flur drinnen optimieren. Also den haben wir jetzt tatsächlich fertig. Der ist final. Den lassen wir jetzt auch so. Dann werden wir quasi noch drinnen den Flur machen und auch noch ein paar Spinnnetze installieren. Und dann sind wir auch eigentlich schon fast spielbereit. Dann fehlt nur noch ein bisschen Nebel. Die Scare-Actor fehlen natürlich. Unsere Kumpanen kommen natürlich auch noch zum Halloween. Und ja, und dann gucken wir mal, was hier so abgehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall und das, was wir jetzt hier schon sehen, ist imposant. Das, was ihr hier sehen, Leute, das hier, oh, ich habe noch Schwarzlichtfarbe auf den Händen. Das, was wir hier sehen, war so gar nicht geplant. Das ist spontan entstanden. Also ich habe, ne, ich dachte mir so, ja, ist echt schon eine kurze Experience, wenn man quasi nur durch die 2 Räume in der Wohnung geht. Dann dachte ich mir, was kann man denn hier machen? Und ich so, ja, schwarze Planen ist jetzt nicht gerade so günstig auf die Schnelle. Und ich habe es am Anfang des Videos gesagt, ich will ja nicht viel Geld installieren, viel Geld hier reinfließen lassen, weil wir eben nur einmal im Jahr für ein paar Stunden diese Mains anbieten können. Ich meine, wir können es auch ganzjährig machen, aber ob die Leute dann so Bock drauf haben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das ist das. Und ja, da hat die Jenny gesagt. Viele Amis machen das auch, einfach schwarze Mülltüten aufreißen und dann hast du Planen ohne Ende. Und der Kostenpunkt, Leute, für diese Planen, die ihr alle jetzt hier seht, und das ist wirklich viel, ich meine, wir haben eine ganze Decke, wir haben ganze Wände, wir haben alles zugemacht, ja. Und die sind wirklich dunkel, also wenn ich Licht anmache draußen, siehst du hier trotzdem nichts. Kostenpunkt für alle Säcke, 4 Geld. Also, was willst du da noch sagen? So, ich würde sagen, wir machen jetzt einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich im Videoverlauf wieder im Flur bzw. generell in der Wohnung und gucken, was wir da noch alles zu erledigen haben. Aber auf jeden Fall hier ist der Stand jetzt im Flur, dem fertigen Flur. Sehr geil. Oh, ist das geil, Leute, das ist sehr gut. Du da? Ich mach Deko. Boah. Was wird denn das? Du. Ich bau dich. Moa. Oh, ich sehe, du hast schon die Lampen drinnen. Ja. Sind auch in der Miete. Nee, das muss ich gleich noch. Also. Ja, weitere Deko-Elemente werden gerade kreiert für unsere Mais. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe oder aufgehört habe zu vloggen, aber da ist Sandro. Guten Tag. Der ist auch Scare-Actor heute. So, aber ich zeige euch mal den Stand der Dinge. Die Jenny hat hier wieder ein bisschen gesponnen. Du spinnst doch, Alter. So, also hier im Eingangsbereich. Genau, aber eine Lampe hast du vergessen, weil die hängt nicht hier. Ja, das ist okay. So, hier kommt gleich das Skelett hin. Genau hier.
So, und dann gehen wir jetzt mal kurz runter. Dann haben wir auch quasi eine Art Pre-Show-Raum. Das kennt man ja schon. Jetzt habe ich hier auch noch extra Beleuchtung installiert. Klar, gleich kommen auch die Leitern und so alles weg. Da wird der Scare Actor dann hausen. Genau hier. So, dann haben wir hier tatsächlich auch ja, sowas wie eine Art Pre-Show. Ich mach das mal an hier. Tada! Auch mit Beleuchtung hier und hinten. Ja, dann kann man hier, kann der Pre-Show dann quasi die Show starten. Und dann kommen Warnhinweise, was man darf und was man darf. Ja. Nach der Pre-Show gehe ich tatsächlich dann hier hoch und die Horror Experience beginnt. Ist mir auch so. Zack, zack, zack. Und hier beginnt dann die Experience für die Leute. Mal gucken, was heute abgehen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und was soll ich noch sagen? Ja, schminken dürfen wir uns auch noch ne, gleich. Das heißt, erstmal wieder Schweiß von der Stirn abreiben und rein in die Clownsmaske. Mehr gut. Wir sehen uns gleich wieder. Und es wird auch natürlich hier in diesem Video ein POV geben von dem ganzen Experience. Also seid gespannt. Ja, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir haben jetzt nur noch exakt eine halbe Stunde Zeit, um hier richtig loszulegen. Hier ist die besagte Süßigkeitenschüssel. Hier müssen die Leute ankommen und sich was mitnehmen. So, ich präsentiere mich mal kurz. So, ja. Wir sind, wie gesagt, jetzt gleich kurz vor der Generalprobe. Die Generalprobe wird das POV werden, hier das Video. Mal gucken, wie das am besten wirken wird gleich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber es sieht auf jeden Fall viel heller aus in der Kamera, als es eigentlich ist. Also es ist stockduster hier drin. Man sieht nur noch gerade mal die Teelichter auf dem Tisch. Aber das finde ich mega gut. So. Die anderen sind fast fertig. Ja, Sandro. Ne. So, gleich Generalprobe, Ablaufbesprechung und dann geht es los. Jawohl! Kommen Sie hier rein. Und gucken Sie. Seid willkommen im Park im Horrorhaus. Bevor ihr die Experience beginnt, gibt es noch folgende Hinweise zu beachten. Geht bitte mit maximal 2 Personen pro Gruppe rein. Falls ihr zu viele seid, entscheidet euch, welche Gruppe zuerst geht. Um die perfekte Experience zu erleben, bewegt euch langsam durch das Horrorhaus, denn es ist eine sehr kurze Experience. Wenn ihr im Horrorhaus seid, bitte fasst nichts an. Euer Ziel ist es, an die Süßigkeiten-Schüssel zu gelangen und euch eine Kleinigkeit mitzunehmen. Achtung, in diesem Horrorhaus werdet ihr erschrocken. Also nichts wie los. Geht die Treppen nach oben und besiegt eure Ängste.
warst mutig und du wurdest belohnt. Bitte verlasse jetzt das Bathroom Horror House. Da, wo du reingekommen bist, befindet sich der Ausgang. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Jahr. Hallo! Na, habt ihr euch verlaufen? Da geht's lang. Raus hier! Auf nimmer Wiedersehen! Findet sich der Ausgang. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Jahr. Ist jetzt ganz gut, bis auf eine Gruppe, die voll Spackos waren, aber das passiert ja öfter mal. Ist hier einiges los, Leute, es sind wirklich viele Leute da. Es hat sich sogar eine kleine Q-Line gebildet und zwischendurch hatten wir auch natürlich, wie darf es denn auch sonst sein, eine kleine technische Störung. Aber es ist egal, es ist behoben, alles läuft wieder und es geht weiter. Jetzt das Parktube Horror House. Da, wo du reingekommen bist, befindet sich der Ausgang. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Jahr. Da, wo du reingekommen bist, befindet sich der Ausgang.
Auf Wiedersehen und bis zum Jahr. Und der Typ so, oh, der Ja. Was war denn eben mit dir los? Hä? Die hatte Angst, die ist ganz schnell gerannt. Ja. Wir haben echt durchwachsenes Publikum. Mega gut. Ist mega gut. Weiter geht's. Wir gucken, was noch so kommen wird. Ja, Freunde, ich habe viel versprochen im Video, ich habe viel gezeigt, was hier so abging, beziehungsweise ich habe so ein paar Szenen reingeschnitten, nicht so viel, wie ich erhofft habe, leider, aber es ist nun mal so, wir hatten mega Spaß gehabt, es hat mega viel Spaß gemacht, wirklich, vom ganzen Herzen nochmal danke an alle Gäste, die auch tatsächlich mal gekommen sind, die das ganze Ding, oder dem ganzen Ding auch mal einen Sinn gegeben haben, und zwar, dass die Leute reinkommen und sich erschrecken lassen. Es hat wunderbar funktioniert, teilweise auch nicht, wegen der Technik, weißt du Bescheid. Aber da werden wir noch dran tüfteln, beziehungsweise ich, dass es dann nächstes Jahr ein bisschen reibungsloser läuft, beziehungsweise die Technik reibungsloser läuft, denn die Scare-Actor, die waren alle wirklich sehr gut, sehr geil geschminkt, haben wirklich kapiert, worum es ging. Ja, von Minute 1 wusste jeder, was er tun sollte, beziehungsweise ich habe es einmal gezeigt, aber dann haben sie auch alle wirklich bewiesen, dass sie Bock drauf hatten und dass jeder sich irgendwie neu entwickelt hat oder was Neues erfunden hat. Auf jeden Fall nochmal Dankeschön an alle, die da waren. Steffi, Marco, Jenny natürlich, die wohnt hier zufälligerweise auch. Dann die Anna, der Sandro, der André, Marco hatte ich schon, ne? Genau, das waren alle. Vielen Dank. Und ja, meine Wenigkeit, die dann in der Ecke saß und schön auf seinem Handy rumtippte, damit die Lichttechnik mitspielt. Teilweise, wie gesagt, hatten wir auch technische Störungen. Das heißt, wir mussten die Maze für ein paar Minuten schließen tatsächlich und draußen hat sich eine Queue gebildet. Hätte ich echt nicht gedacht, aber die Leute sind tatsächlich sehr begeistert gewesen, haben nachgefragt, ob es ein nächstes Jahr geben wird. Ja. Und da habe ich schon tatsächlich, oder wir entwickeln schon langsam Ideen. Wir werden das ganze Jahr über so ein paar Kleinigkeiten immer ein bisschen dazu bestellen, weil jeder weiß, kurz vor Halloween rasten alle aus, wollen natürlich alles kaufen, die Preise steigen in die Höhe.
Pumpkins kosten das Doppelte, weißt du, was ich meine? Und deswegen werden wir so über das Jahr verteilt jeden Monat vielleicht eine Kleinigkeit dazu kaufen, damit wir eben am 31. Oktober die geile Experience hier bei uns im Ort haben. Und es hat, wie gesagt, viele Nachfragen gegeben, ob es dann nächstes Jahr geben wird. Und ja, ich bestätige es hiermit auch. Nächstes Jahr nochmal krasser. Nächstes Jahr ist es krasser, weil wir, ich glaube, zwei Räume oder so mehr zur Verfügung haben werden, die betretbar sind dann auch. Und da haben wir auch schon Ideen, da platzen uns schon langsam die Köpfe. Aber wie gesagt, das war's. Ja, es gibt leider kein End-POV, weil ich habe es ja auch versprochen, dass wenn alle wirklich schon eingestimmt sind, alle in der Rolle drin sind, mache ich noch ein POV. Ist leider nicht passiert, weil wir haben uns verquatscht, ne? Und dann kennst du ja. Kennst du, wenn Freunde da sind und bla 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 bla. Man redet immer weiter und vergisst die Kamera irgendwann. Vergisst, dass du YouTuber bist, ja. Scheißegal, aber auf jeden Fall habe ich so einiges mitgenommen. Man hat's gesehen, ich habe versucht, die Stimmung hier ein bisschen rüberzubringen. In dem ersten POV, was ich gedreht habe, das einzige, muss ich hinzufügen, das war nicht genau die Experience, die Leute mitmachen, denn wir ballern hier eigentlich komplett Nebel rein, sodass man kaum was sieht. Und hier im Wohnzimmer ist es auch normalerweise viel dunkler, als es auf der Kamera zu sehen war. Weil ich habe ein bisschen mehr Licht eingeblendet, damit man auch sieht, was hier überhaupt passiert. Weil ergo, Sony, viel Nebel, dunkel, Fokus ist verloren. Das wollte ich halt verhindern. Also nochmal hinzuzufügen, die Experience ist tatsächlich ganz anders, wenn du hier alleine oder halt wirklich als Person reingehst und reinläufst. Sieht es ganz anders aus. Deswegen war das POV, nicht wundern, ohne Nebel und ein bisschen heller, damit ihr auch mal was von habt. Aber wie gesagt, es war interessant. Es war wirklich sehr interessant. Also einige Leute hat es gefallen, einige Leute haben sich erschrocken, haben dann beleidigt, aber die gibt es ja immer. Aber es war auf jeden Fall im Großen und Ganzen ein sehr schönes Event. Es waren einige da, wie gesagt, auch schon erwähnt. Und da freuen wir uns auf jeden Fall auf nächstes Jahr, denn da wird bestimmt mehr los sein, weil die Leute auch, wie heißt das? Sie erzählen es sich weiter, ja? Sie empfehlen es auch. Und einige haben, glaube ich, sogar ihren Freunden schon direkt an dem Abend geschrieben, so, boah, komm mal hier hin, bla bla bla. Wird auf jeden Fall mega nächstes Jahr. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so eine 100 Meter Q-Line bauen muss draußen. Aber die hat wohl gereicht, gerade so. Ja, in dem Sinne, Schatzi sitzt hinten, vielleicht kann sie auch mal Tschö sagen oder rufen. Tschö. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also ich spreche für alle dann, ne? Hat Spaß gemacht. So, wir werden uns also in diesem kleinen Halloween- bzw. Parktube Horror Maze Format dann in einem Jahr wiedersehen. Also, wir sehen uns nächstes Jahr, Horrorfreunde. Und wer weiß, vielleicht wirst du bald auch hier unsere Katakomben betreten können. Man weiß es nicht. Ein happiges, ein nachträgliches Happy Halloween. Bis demnächst.